Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Border Officer bzw. dem Grenzpost-Simulator. Meine Damen und Herren, es sieht so aus, als wäre eine Krankheit hier an unsere Grenzen getreten. Denn guckt euch das an. In der Zeitung steht eine große Epidemie. Es ist wahrscheinlich die Pest. Und ich will übrigens immer noch eine neue Frau. Die ist immer noch eine Raucherin. Die will immer, dass ich ihr Zigaretten hole. Nein! Mann, ey, hoffentlich finde ich an der Grenze eine neue. Och Gott, die Hexe. Och. Kann ich die nicht mal wegschicken? Soll ich ihr den Fernseher? Hallo Schwiegermutter. Wie sehr magst du deinen Fernseher? Hä? Hä? Nein, ich verkaufe ihn nicht. Oder vielleicht... Doch, verkaufen! Ja! Oh Gott! Mein Glück ist richtig runtergegangen. Omi, was ist denn los? Ich weiß immer noch nicht, was dieses Glück bringt. Aber egal. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich ihren Fernseher verkauft habe. Aber egal, ich muss zur Arbeit. Ich muss zur großen Epidemie. Und dadurch, dass wir so viel Cash-Mash gemacht haben, fahre ich jetzt auch mit dem Bus. Zack! Zurückwende, denke ich mal, wieder mit dem Auto fahren. Denn ich würde vielleicht noch mal gucken, in der letzten Folge haben wir angefangen mit ein bisschen Glücksspiel. Ach, guten Tag. Ein weiterer Arbeitstag. Dann fahren wir mal unseren Computer hoch. Anschalten. Ja, yeah, ich muss den Computer einschalten. Mache ich doch auch. Ich könnte schon mal... Nee, ich will meinen Arbeitstag noch gar nicht beginnen. Da warten wir mal lieber ab, bis unser Computer wirklich hochgefahren ist. Ich will nämlich wissen, was es für neue Regeln gibt. Ja, da ist er an. Announcements. Nummer 4. Wer die Grenze von Stavronska überqueren möchte, muss Cholera-Impfstoff haben. Und dafür braucht er eine Impfkarte. Okay, sehr gut. Wer ist sonst noch? Markov Fjodor. Ja. Dann, nächster bitte. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Oh, hoffentlich kommt nicht wieder diese komische Geheimorganisation. Auf die habe ich echt keinen Bock. Nee, der sieht nicht so aus, als wäre er von der Geheimorganisation. Du siehst eher aus wie so ein kleiner Minischlumpf. Hallo, es gibt Leute, die mich verfolgen. Ich muss hier durchkommen. Sie werden mich umbringen, wenn ich nicht kann. Ich gebe dir mein letztes Geld. Ja, letztes Geld hört sich doch sehr, sehr gut an. Wieso steht denn da noch Soshi? Naja, egal. Ich hoffe, du hast ordentlich Kohle dabei, weil ich brauche immer noch meinen Porsche. Zack. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn er wirklich verfolgt wird, also 20? Here comes the money. Und direkt, bekomme ich hier wieder eine Strafe. Aber egal, ja, ja, es fehlen viele Dokumente. Aber ich darf ja insgesamt 4 Fehler machen. Ist ja alles gut. So, hallo, Sir. Oh, was ist denn bei dem los? Hallo. Zweck Ihres Besuchs? Arbeit, ich bin Barmann. Gültigkeit? 1,5 Jahre. Okay, schauen wir doch mal. Erstmal Einreiseerlaubnis. Work? 31,8 Viktor Botner. A469051000. Aus Krasnosniew. Dann das hier. 18 Monate, das ist richtig. Barmann, Viktor, ja. Und das hier. Viktor Botner. Cholera? Warte mal, ging es wirklich um Cholera? 31.8. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Oh, es ist tatsächlich Cholera. Okay, Sir. Dann herzlich willkommen. Hier. Zack. Sie sind auch kein Schwerverbrecher, oder? Hoffentlich nicht. So, Herr Viktor Botner. Hier alles wieder für Sie. Oh, das habe ich gar nicht. Oh, das habe ich gar nicht gecheckt. Ja, komm, alle. Ich meine, der hat. Wie viele Sachen der jetzt auch dabei hatte. So, warte mal. Viktor Botner. Nee. Ist keiner von den Gesuchten. Nächster! Komm, hopp, hopp. Ha, wieder so ein Schlumpf. Oh, das ist eine Frau, oder? Hallo, ich suche noch eine Ehefrau. Ich bin echt einsam. Oh Gott, das ist ein Junge, oder? Vor allen Dingen, also ich glaube, das sieht ein bisschen so aus, als wäre der oder die ein bisschen jung. Migration. I'm actually running out of here. Wieso ist das jetzt plötzlich auf Englisch? So, Krasnosniew. Akiba Kiyumi. Migration. 17. Jahr. Akiba Kiyumi. Das sieht auf jeden Fall richtig aus. Ja, also ich würde mal sagen, da ist alles richtig, weil sie will ja migraten. Also sie will einreisen. Okay, Frau Akimbo, hier bitte sehr. Herzlich willkommen in unser wunderschönen Land. Ich weiß zwar nicht, ob sie überhaupt migraten dürfen, aber ist schon richtig, ne? Ach Mann, warum ist denn das ein Fehler? Was habe ich denn gemacht? Hä? Hier steht nichts. Was war mein Fehler? Leute, wenn ihr wisst, was mein Fehler war, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wahrscheinlich, weil es Migration noch gar nicht gibt. Ich habe gar nicht die Befugnisse, jemanden zu erlauben, dass er in unser Land kommen kann. Ist es das? Also, was war mein Fehler? So, jetzt verarsch mich nicht, ne? Hallo, hey, hallo. Was ist der Zweck Ihres Besuchs? Transfer. Okay, ja, warte, jetzt schauen wir mal hier. Armakov. Transfer. KJP 34, 6, ja, Mail. Vasil Novak. Typhoid, Cholera. Ja,
Hey Novak, ich hoffe mal, dass es Armakov tatsächlich gibt. Da gucke ich lieber nochmal nach. Armakov, ja, gibt es da oben. Sehr gut. Also komm, wenn das jetzt wieder ein Fehler ist, dann werden wir alle verhungern. Meine Familie, bitte, bitte jetzt kein Map. Kein Map. Hä? Nächster? Jawohl, das war richtig. Ah, ich weiß, wo der Frosch die Locken hat. Hallo, Sir, herzlich willkommen. Sind Sie Schwerverbrecher? Was ist der Zweck Ihres Besuchs? Arbeit, ich bin Anwalt. Okay, ein Jahr lang Anwalt. Erstmal gucken wir hier. KRT 04 Kusma Ichuk. Das ist schon mal gut. Schauen wir hier. Work. Hier ist doch was falsch. Hier steht doch nicht drauf, wie lange er arbeitet. Cholera Kusma Ichuk. Ja, aber ich würde sagen, das sieht alles sehr gut aus. Ey, komm. Ich vertraue jetzt, dass du kein gesuchter Verbrecher bist, ne? Ich gucke nochmal rein. Nee, das ist doch kein Verbrecher. So, bitte sehr. Tschüss, schönen Tag noch. Empfehlen Sie mich weiter. Nächster bitte. Was denn? Oh Gott, ich habe schon... Oh, weil der keine Arbeitserlaubnis hat. Scheiße, Leute. Also heute wird der Money Flow nicht so. Ich muss gleich gamblen. Work, I'm a merchant. Okay, ja, warte mal. Jetzt mal gucken. Die blöde Arbeitserlaubnis. Was ist denn das jetzt hier? Work. Das ist die Entry Permit. Ah, der kommt aus Jeleschi. Tyson. Hä? Hier ist ein Fehler. Ja, ja, Mismatch. Ja, krass. Okay, verpiss dich. Ja, da kriege ich ja vielleicht doch nochmal ein bisschen Geld. So, kannst direkt wieder gehen. Und nächster. Aber heute ist noch ein ruhiger Tag. Bis dato kaum Verrückte. Oh, der sieht ein bisschen nach Militär aus, oder? Nee, wie ein Verbrecher. Hallo, Bruder. Ey, yo, meine Papiere, willst du mich reinlassen? Zweck Ihres Besuchs? Ich migriere. Nee, das ist ja wieder so ein Mist. Also, ich weiß halt nicht, ob ich das überhaupt darf. Dementsprechend muss ich leider sagen, Brudi, verpiss dich. Wehe, wenn da jetzt wieder... Ach, komm! Ja, toll, die klauen mir mein Geld. Ich bin echt mal gespannt, wie viel Geld habe ich? 84. Habe ich jetzt schon Geld bekommen? Ah, nee, weil ich den Fernseher meiner Oma da von der alten Hexe verkauft habe. Mist, ey. Zweck Ihres Besuchs? Arbeit. Was ist Ihr Geschäft? Friseur. Anton Loboda. 1179. Ja, das kann eigentlich wieder weg. Dann will ich hier einmal 7 Monate. Hairdresser. Anton Loboda. Das muss ich gleich einmal checken. Und Cholera. 11. Anton Loboda. Okay. Da gucken wir mal ganz kurz, was er eben gesagt hat. Speech. 7 Monate. Nee, das stimmt aber überein. Herr Loboda. Herzlich willkommen in unserem Geiloland. Bei uns gibt's nix. Nein? Nein? Ja! Es war richtig, alter Schwede. Das hat, den Erfolg habe ich jetzt aber auch mal gebraucht. Dass hier nicht alles komplett für den Arsch ist. Oh nein. Ich glaube, da kommt mein Chef. Da ist schon wieder einer mit irgendwie was. Ich will jetzt hier mal... Gib mir doch mal jemand eine Knarre. Oh Gott, was willst du? Ich komme nicht gerne in dieses Land. Ja, dann verpiss dich doch. Diplomat aus Armakov. Ja, ja, aber... Warte mal, jetzt muss man kurz hier mal gucken. Announcements. Diplomat. Diplomat für die Einreise und ein Pass. Ah, okay. Ja, Moment mal. Dann ist ja tatsächlich alles hier. Armakov. 16.12.63. Jo, dann ist alles richtig. So, hopp. Zack. Bitte sehr. Alter, wie guckt er mich an? Aber jetzt verpiss ich. Der hat mich richtig angeguckt, als... Würde mich gleich fressen wollen. Guten Tag, Sir. Migration. Ich habe diese Fragen auswendig gelernt. Hey, ja, aber ich darf doch gar nicht hier sowas machen, Alter. Ja, warte mal, du hast da... Ich kann dich sowieso nicht reinlassen. Oh, das ist sogar noch Soshi. Da kriege ich doch bestimmt jetzt nochmal extra Kohle. Nein, nicht approved. Stempel löschen. Hier. Re-upload, Stamp. Ach, komm schon, Alter. Bam. Bam. Also ganz ehrlich, das kann doch niemand mehr approven, wenn ich hier 12-mal... Dann ist das Spiel wirklich unrealistisch. Ich habe jetzt 28.000 Mal in seinen Pass getaggert. Du kommst hier nicht rein. Ja, ich habe die bekommen. Guck mal, wir haben jetzt 89. Nixer. So, komm, bitte einmal hier. Was ist denn jetzt los? Kommt da ein Arzt? Ich glaube schon. Junge, bist du Metzger? Hallo, wir führen ein geheimes Experiment durch. Wir brauchen mehr Schweinchen. Lass niemanden in Jaleschi hereinkommen. Pro Person... Alter, was willst du denn? Sir, kann es sein, dass Sie verrückt sind? Ich gebe Ihnen Ihre Karte wieder, okay? Also, das war echt strange. Ach, ist schon wieder... Ach ja, Schichtende. Computer, runterfahren. Oh, Leute, Leute, Leute. Da mal aufstehen und 117. Ja, nice. Gar nicht schlecht. Dann werde ich doch jetzt mal nach Hause fahren. Aber vorher werde ich noch mal irgendwie 20 Ditcher auf den Kopf hauen. Stimmt, wir könnten eigentlich das Geld, was wir unserer Oma abgeknüpft haben, also der Schwiegermutter, könnten wir investieren. So, da vorne sehe ich doch schon unseren traumhaften Würfel. Jetzt ist natürlich die Frage,
Weil wir könnten unsere Kohle verdoppeln. Aber ich könnte natürlich auch loggerfloggig jetzt 30 verlieren. Ich meine, was... Ich könnte mir hier einen Energy Drink holen. Irgendwie was für meine Frau, aber ich kaufte keine Zigaretten. Stattdessen mache ich lieber ein bisschen Glücksspiel. Super Vorbild. So, okay, hallo. Nee, Pferdewette habe ich keinen Bock, Alter. Alles oder nix hier. Ich würde gerne... Ja, 30? Ich meine, wir haben 15, haben wir durch den Fernseher bekommen. Oh, scheiße, soll ich das machen? Ja, ach komm, egal. Junge, wie sagt man immer? Die Sonne lacht und los. Ich guck nicht hin. Ich guck wirklich nicht hin. Und, Leute, habe ich jetzt mehr auf dem Konto? Oder habe ich gerade 30 Genevre verloren? Ach, Mann. Okay, nochmal schnell 10, oder? Nee, nochmal 20 raushauen. Ich meine, jetzt muss ich doch eigentlich gewinnen. Nee, okay, wir gucken einfach mal. Alter, sonst kann ich sonst... Scheiße, Mann, Alter. Wie soll ich das meiner Frau erklären? Und meiner Hexenschwiegermutter? Die dürfen das niemals erfahren. Wahrscheinlich hat das hier, das mit dem Glück, kann das damit was zu tun haben? Warum geht eigentlich mein Auto nicht mehr an? Hallo? So, kein Problem. Bisschen Offroad. Oh Gott, vorsichtig. Haltet euch fest. Oh Gott! Hallo? Hilfe. Alles gut. Endlich wieder zu Hause. Ach, so. Auto verlassen. Warum rolle ich? Ist aber auch egal. Tschüss, Auto. So, hi, Familie. Nee, ich habe kein Geld verloren. Ich muss jetzt auch ganz schnell schlafen. Ist schon spät. Ach, jetzt muss ich auch wieder entscheiden, wie viel. Ja, Lebensmittel und Hitze kann ich mir aber alles noch leisten. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Glück bekommen. Was steht in der Zeitung? Oh nein, verlasse dein Zuhause nicht. In Stavronska ist jetzt auch eine Epidemie ausgebrochen. Scheiße, warum hat es dich nicht erwischt? Okay, Leute, das war's mit einer weiteren Folge vom Grenzposten-Simulator. Wenn ihr Bock auf habt, lasst mir mal gerne einen Like da, genauso wie wenn es euch gefallen hat. Und ja, morgen geht's weiter. Haut rein. Ciao, ciao.